Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV. Heute mit allen außer Christian. Hallo. Wir schauen mal wieder ein bisschen in unsere Vergangenheit. Und zwar sehen wir uns ein Video an, das heißt Herzblatt. Ich habe legit keine Erinnerung mehr an dieses Video. Oh, das war richtig lustig, weil wir uns daten mussten. Das war richtig lustig. Ich weiß noch gar nichts mehr. Gar keine Erinnerung mehr daran. Das war richtig cringe, aber lustig. Moin moin, ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zu Herzblatt. Ja, dem Format, wo euer Gott, ja, nee, nicht Gott, sondern euer schönster Boy hier von PietSmiet, nämlich sich neue geile Schnitten holen darf, ja. Und diese drei Schnitten, die seht ihr hier noch. Was ist das hier gerade? Die Schnitten ärgern mich, ja. Und meine Aufgabe ist es quasi herauszufinden, wer denn da auf der anderen Seite sitzt und die Persönlichkeiten, die Das war's. Wir haben uns Persönlichkeiten ausgedacht und wenn du dir dann Angela Merkel ausdenkst, musst du halt antworten als Angela Merkel. Ah, verstehe. Körpern. Kandidat 1, stell dich doch mal bitte vor. Bin ich das? Das ist die beste Form von Wer bin ich, die es gibt, würde ich sagen. Warum? Okay, und der Zuschauer oder die Zuschauerin weiß gar nicht, wer man ist. Wir können also mitraten. Ich weiß es nämlich natürlich selber auch nicht mehr. Ich war natürlich, keine Ahnung. Hi. Roger Rogerson. Ich freue mich so auf dich. Denn wir werden heiß sein wie Motoren im sechsten Gang. Ich mag Lewis Hamilton. Ja. Jetzt ist es Lewis Hamilton. Okay, Jay ist auf jeden Fall verstört, aber geil. What the fuck? Okay. Ja, das finde ich schon mal toll. Vielleicht können wir ja dann ja zusammen mal ein bisschen irgendwo rumschrauben. Oh yeah. Kandidat Nummer 2, wer bist du denn? Hallo, also ich sage ja mal ganz ehrlich so, ja. Wenn du auch ein super oberflächlicher Mensch bist, dann würde ich sagen, passen wir ganz schön gut zusammen, weil ich stehe echt nicht auf dicke Leute, die müssen ziemlich gut aussehen und aussehen ist eh alles. Heidi Klum. Dennis Bram. Heidi Klum. Genau, es muss Dennis Bram sein. Ja, ich bin es selber. Ja, keine Ahnung, ey. Heidi Klum ist schon mal schlecht, passen. Weil ich bin etwas korpulent. Ja. Ich auch. Ich nicht. Moment, ich auch? Okay, ich bin nicht mehr Lewis Hamilton. Roger. Wer ist denn ein dicker Autofahrer? Keine Ahnung. Gibt's oder Auto-Enthusiast. Es gibt, keine dicken Autofahrer. Es gibt also Racing-Driver meine ich damit. Vielleicht hat ja einer von Top Gear, wo ich den niemals herausfinden werde, weil ich das nie geguckt habe. Oh, das kann sein. Laramie Clarkson. Ja, Jeremy Clarkson. Aber der spricht doch nicht so, wie du gerade gesprochen hast. Ja, stimmt. Also, dünnste hier, das weiß ich jetzt schon. Kandidat Nummer 3, hi. Hi, ne? Ich weiß jetzt schon, wer der ist. Horst Legert. Was ist los? Ja. Podolski. Wer bist du denn? Ja. Oder was bist du denn? Oder was machst du? Was bin ich, ey? Was ist dein Beruf? Also, was machst du gerne? Ich bin ja Unternehmer, ne? Und ich bin auch international unterwegs immer. Händler. Also, ich sehe die ganze Welt. Hab schon alles gesehen, alles erreicht im Leben. Aber wir können gerne mal, ne, in unsere... Was hast du denn hier gehen, in meine Dönerbude. Und da Dönerbude. Kann ich dir einen Döner ausgeben, ne? Ja, 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 ich doch schon nächstes Mal. Großkreuz. Schlupfst du gerne Koks? Kandidat Nummer 3? Nee. Weil du die ganze Zeit die Nase mal hochziehst. Nee, ne? Okay, alles klar. Kandidat Nummer 1. Was ist dein Lieblingsauto? Das ist schwierig, sich festzulegen, muss ich sagen. Fühlen sich alle gut an zu fahren. Aber ich würde sagen, am liebsten den AMG Petronas, der aktuell in der Formel 1 fährt. Den fahre ich am liebsten. Das darf doch nicht Lewis sein. Bist du den auch schon selber gefahren? Ja. What? Oh. Häufig schon. Moment, hast du nicht gesagt, du bist fett? Wie bist du da reingepasst? Der Fett ist jetzt hart, ja? Also jetzt bitte reduzieren. Also in Relation zu mir bist du schon eine fette Sau. Hallo, also das finde ich jetzt ganz schön gemein. Ja, also sowas tut auch schon weh. Finde ich auch nicht in Ordnung, darauf sollten wir uns jetzt hier nicht konzentrieren. Ja. Aber ja, wieso? Ich verstehe die Problematik nicht. Ich schon. Das ergibt gar keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht, wer. Ich glaube, du hast dich verrannt in einem Kommentar und das kannst du nicht zugeben. Ja, vielleicht. Aber, ja.
Vor allem der Helm sieht voll dumm aus, ne? Kandidat Nummer zwei. Ja. Sie sind offensichtlich. Haben Sie einen Penis? Nein. Ich bin ja wohl eines der weiblichsten Wesen, die Deutschland jemals hervorgebracht hat. Das könnte Heiligtum sein, ne? Ja. Ah, ja. Sie sind Deutsche. Sieht man das denn nicht? Mit meinen schönen, welligen Logischerweise, du dumme Schnalle, erkenne ich das nicht, weil hier so eine Wand dazwischen ist. Wow, das hätte mir auch mal jemand sagen können. Ich kann ja nicht alles wissen. Ich bin ja Tierarzt, ja, vom Beruf. Deswegen ist die Frage, ob ich auch mal an deinen Brüsten rumdoktern dürfte. Alter. Oder ist das schon dort rumgedoktert worden? Da ist noch nicht rumgedoktert worden. Das ist alles Natur bei mir. Ich trainiere ganz viel, ja. Oh ja, und Hans du darfst und immer, könnten das immer noch sein, ne? Rumdoktern, solange ich auch mal deinen Seeaal sehen darf. Mein Seeaal. Okay. Oh mein Gott. Okay. Jetzt hab ich dann erst gecheckt. Ja. Oh wieso Gott. Geht das Video noch 10 Minuten lang? Ja, weil der oder weiß ich, oder erkenne ich Sepp nicht? Du erkennst mich nicht. Ja, das glaube ich nicht. Boah. Kandidat Nummer 3. Ja, was wen, los? Wen von denen findest du denn dann, von den anderen Kandidaten findest du denn am ansehnlichsten? Also ich muss sagen, die Schnalle neben mir, ne, das ist schon, boah. Die würde ich auch mal mit zum Spiel nehmen. Glück gehabt. Ja? Aber hier geht's ja um dich, ne? Nicht überzeugt, muss man sagen. Du bist wichtig. Nee. Ja, natürlich bin ich wichtig, das weiß ich doch auch. Kann es sein, dass du im Ausland wohnst? Aktuell, ne, sehe ich mich da im Ausland, ja. Okay. Ich mag das Ausland. Okay. Dann sind wir Deutsche. Aber was sagst du denn zum Ausland? Was sind denn so deine Lieblingsländer? Ja, so Japan finde ich ganz toll. Ja, wie findest du Japan? Türkei soll aber auch ganz schön sein, da gibt es billig Bude. Was? Da gibt es billig Bude. Wo? In der Türkei. Was ist denn billig Bude? Ja, auch. Günstiges Haus. Billig Bude! Okay. Ja. Da gibt's Billig Bude, okay. Cool. Heidi Klum ist übrigens Amerikanerin. Also. Ja, jetzt? Ich wollte gerade sagen, ja. Dann hat sie sich aber umgedings, weil die ist auf jeden Fall nicht Amerikanerin. Die heißt ja auch nicht mal mehr Klum mit Nachnamen. Ja, das stimmt, die heißt Kaulitz. Aber ich weiß nicht, seit wann sie halt. Ich glaube zu dem Zeitpunkt noch nicht. Bei Japan ist echt schön. Also da gibt's richtig, richtig geiles Fleisch, ne? Okay, aber Moment, du wohnst aktuell in der Türkei? Nee, da war ich letztens erst. Und hab mit meiner Freundin, meiner Ex-Freundin eine Louis Vuitton-Handtasche geholt für 20 Euro. What the fuck? Er könnte auch Pietro Lombardi sein. Okay. Stimmt. Ey, das könnte passen. Ja, aber hier wäre eine Dönerbude und so. Das ist stimmt. Voll die. Ja. Ich bin auf der Suche nach neuen Herausforderungen und sitze ich hier. Ich muss ja sagen, ich stehe ja total auf durchtrainierte Beine, ja? Oh ja. Findest du, welches Bein würdest du denn am ehesten bei dir als durchtrainiert bezeichnen? Oh, mein linkes Bein, das ist so haarig und straff. Ne? Also, boah, aber ich habe auch immer nur Turnschuhe an, also da musst du mit leben. Du musst halt jetzt. Er ist wirklich ein Fußballer, oder? Ja, er ist doch voll die Safe, der hat eine Dönerbude, Junge. Ja, wirklich, ja. Komm aus Köln, also ne, das ist man doch. Warum zieht der denn immer die Nase hoch als Kölner? Okay. Wow. Kandidatin Nummer 2, ja? Ja, Honey. Wie lange brauchst du denn morgens so im Bad, um dich fertig zu machen? Oh, das kommt immer drauf an, in welcher Villa ich gerade unterwegs bin. Das muss ganz schnell gehen. Manchmal muss das zack, zack, zack gehen, weil ansonsten komme ich zu spät. Dann sage ich mal so 20 Minuten. Aber wenn ich mir lange Zeit lassen kann mit einem Schaumbad und Ähnlichem, dann... Oh, wie lange ist der Tag? Okay, what the fuck? Man sieht aber auch deine Pfirsichhaut, ne? Also... Du hast Pfirsichhaut, Kandidatin Nummer 2, obwohl du sagst, du bist so geil. Ist Pfirsichhaut nicht was gut? Ich dachte, das wäre was Negatives. Ich dachte, das wäre Orangenhaut. Orangenhaut. Das ist was Negatives. Ja. Was ist denn Pfirsichhaut? Das ist voll super, genau so voll weich, ne? Alter. Also ich habe auf jeden Fall eine Weiche. Ja? Ja. Die weicheste, die es gibt. Keine Dellen. Alles mein Personal Trainer. Und das, obwohl ich schon so viele Kinder geworfen habe.
Oh. Okay. Ach, als ob ich nicht weiß, dass das Heidi Klum ist. Ich wollte auch sagen, Alter. Ja, ja, wobei, von wann ist denn das Video? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Das ist aus dem Jahre, zwar vor 5 Jahren. Hä, habe ich da nicht auch schon GNTM angefangen? Klar. Weiß ich nicht. Vielleicht zögerst du es ja ein bisschen hinaus. Ja, aber weit. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Bereit. Solange ich deinen Seeal sehen darf. Du bist aber keine Bundesministerin, ne? Was? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, was? Könnte auch eine Bundesministerin sein. Oh mein Gott. Nee, aber ich würde mich dazu in der Lage sehen. Ich glaube, ich könnte führen. What the fuck? Wer zur Hölle bist? Okay. Okay, ich muss noch mal Kandidat Nummer 1 fragen, ja? Jo. Ich stehe ja total darauf, wenn Menschen Erfolg haben, ja? Würdest du sagen, du bist ein erfolgreicher Autofahrer? Nee. Nicht unbedingt wirklich der erfolgreichste Autofahrer der Welt. Ich kann sehr gut fahren, aber die Rennserien, die ich bisher gewonnen habe, haben nicht so viel Kohle eingebracht, wie ich vielleicht gern hätte. Moment, vielleicht aber schon, vielleicht bin ich auch einfach zufrieden. Ich bin aber schon zufrieden. Ich habe da mal eine Frage zu. Wenn man jetzt ganz hinten in der Formel 1 mitfährt, wird man da so ein Jahresgehalt bekommen? Ja, du musst bezahlen im Zweifel. In der Formel 1 auch schon? Du kriegst ein Gehalt, ne? Ja, du kriegst ein Gehalt, aber die nehmen dich nur, weil du Sponsoren mitbringst. Und ich glaube, das niedrigste Gehalt sind irgendwie so 200.000 oder so. Ach krass, selbst in der Formel 1, ja? Ja, ja. Da bist du aber auch wirklich der Bodensatz, ne? Ja. Das ist halt so hier der Ruski, wie hieß denn der nochmal? Mazepin, der brauchte das nicht. Ja, genau. Der hat ja seinen reichen Millionärs-Daddy. Ja, richtig. Haben die alle? Ja, Lewis nicht. Ja, stimmt, Lewis nicht, ja. Und Michael auch nicht. Nee, Michael hatte das auch nicht. Der war noch ein ehrlicher Arbeiter. Und Ralf Arbeiter. Auch nicht. Nee, Ralf logischerweise auch nicht, nee. Ich weiß selber nicht, wer ich bin. Jetzt gar kein Plan, Alter. Also, ich bist bin wieder weg von Louis. Ja. Wie hieß nur der Bram Teamkollege Heidi von Louis? Ja. Flatteri. Sepp ist Poldi und ich sag, Peter ist Leclerc. Nee, du bist Großjeans, Grosjean oder so hieß der. Nee, wie heißt denn hier der Schwede da? Ja, Bottas. Bottas, du genau. Hacking? Achso, Bottas. Bottas ist doch Finne. Ja, Hacking ist auch Peter. Ja, stimmt. Gibt keine schnellen Schweden. In der Formel 1. Hey, what the fuck? Aber du fährst am liebsten den Mercedes-AMG von Formel 1. Ja. Hä? Das fühlt sich einfach am besten an. What the fuck? Bist mit du? Den Lenkrädern und den Pedalen. Das fühlt sich einfach am besten an, muss ich sagen. So am PC oder was? Meistens. Also Konsole geht, aber PC ist auch okay. Dave. Oh. Ja, ich glaube, ich bin Dave. Ja, du bist Dave. Richtig. Guck, wie Shamil Jack. Okay, bist du Brillenträger? Nein. Nee? Oh, verdammt. Hä, wer bist du denn dann? Bin ich Scheiße. Ich glaube, ich bin kein Brillenträger. Okay. Ha. Ich glaube, ich bin also kein Brillenträger. Also, ich sag schon mal so: Vielleicht kann mir auch Kandidat Nummer 3 helfen, ja, Lukas? Ja, was denn, Bruder? Podolski. Habe ich nicht schon Lukas du kannst mir auf jeden Fall das weiß. Das weiß ich auf jeden Fall. Man muss aber was für mich rumspringen, mindestens ein Eis. Ein Eis? Ja, okay. Was meinst du denn, was ich wohl Kandidat Nummer 2 mal fragen könnte? Also. Google erstmal ein Bild von Dave. Safe Call. Und okay, warum verstehe ich gerade nicht? Die hat so eine Accessoire gerade dabei. Also ich habe meiner Freundin ja damals, ach meiner Ex-Freundin, Entschuldigung. Damals war noch ohne Tasche keine Competition. Eine Handtasche gekauft. Ja. Ah, ja. Ohne Tasche keine Competition. Das ist aber Bruce Darnell. Ja, aber da erkennt man es halt. Ich glaube, ihre war teurer. Was für ein Accessoire hat sie dabei? Kandidatin Nummer 2, was für Accessoires trägst du gerade? Hey, du weißt doch, wie das ist. Ja, ohne Tasche keine Competition, ne? Eine Handtasche natürlich. Moment. Alter. Das ist aber männlich. Jetzt ohne Handtasche keine Competition. Du bist doch nicht Bruce Darnell. Nein, das ist aber Bruce Darnell, der diesen Spruch gesagt hat. Ja, ich fand den Spruch toll. Warst du auch dabei damals? Ich war da auch dabei, ja. Ah. Bist du gerade auch auf einer anderen Fernsehproduktion unterwegs? Ich habe so viel zu tun, bestimmt. Boah, der ist ja noch dümmer als ich, ne? Hey, ich bin mega erfolgreich, ja? Nee, der. Ach so, der, ja. Ey, Heidi, lass mal das jetzt. Okay.
Hast du bei Heidi Klum denn selber schon mitgemacht in der Show quasi? Ich war auch schon mal in der Show mit dabei, ja. Also warst du selber dann, warst du in der Jury oder warst du da als Kandidat? Nee, ich war in der Jury. Ah, also bist du selber auch zufällig, ist dir die Hautfarbe deines Freundes egal? Die ist mir prinzipiell egal, aber ich möchte gerne deinen Seeal sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das habe ich halt echt nicht gerafft am Anfang, ey. Alles klar, Heidi. Das heißt, mir fehlt jetzt nur noch Kandidat Nummer... Ja, du kannst dann wirklich viel über Heidi Klum sagen, aber Männertypen hat die nicht. Nö. Nur doch, also Geld. Also das ist... Moment, du glaubst ja wohl nicht, dass Heidi Klum mit Tom Kaulitz zusammen ist, weil der so reich ist. Aber also Geld muss er auf jeden Fall mitbringen. Vielleicht ist der Männertyp auch Erfolg. Ja. Aber Geld vielleicht auch. Ja, ich meine, nee, das war ja auch dieser eine, boah, dieser Unternehmer. Scheiße. Ja, der Flavio. Nee. Wie hieß der denn nochmal? Das war so ein Unternehmer tatsächlich, so ein Manager. Er hat so eine Nico-Rosberg-Frigur. Männer. So? Er hat so eine Nico-Rosberg-Frigur. War das nicht der von Verona Poth? Rick Pipino. Nein. Die Männer von Heidi Klum. Heidi da. Klum. So, pass auf, ich sag das dir sofort. Nicht Seal. Das ist, da doch, ist er doch. Hier, Seal. Kunsthändler, Vito Schnabel. Vito Schnabel, genau der. Der war Kunsthändler. Irgendwann, also. Und dann war sie Anfang, mit ihrem Bodyguard zusammen. Lol. Am Anfang war das so Heidi, so ältere Männer sind geil und sobald sie älter wird, will sie jüngere Männer haben. Das ist faszinierend. Und hätte man mit dem Sänger von den Red Hot Chili Entschuldigung, ich dachte, ihr wart fertig. Achso, ich dachte, dir war das so unangenehm, dass Alter, du einfach weiter drückst. Aber hier Red Hot Chili Peppers und so. Ja, hey. Aua. Das war nicht bekannt. Okay, ich warte einfach, bis ihr mir Bescheid. Ja, kannst du weitermachen. Jetzt darfst du weitermachen. Okay, alles klar. Oder du, warte kurz, mal. Du würdest Dahlukat sein. Nee. Aber das bist so du so groß bin ich nicht. Okay. Und so breit auch nicht. Okay. Ja, hast du noch andere Hobbys außer Autofahren? Nee. Nein. Wow. Das ist ganz schön langweilig. Kannst du mir noch ein bisschen was aus deinem Leben erzählen? Ja, ich was hast du denn gerne, so als ich spiele allgemein gerne. Also was ist? Du spielst allgemein gerne? Ich spiele gerne, ja. Was spielst du denn gerne? Also alles Mögliche. Ich stream das auch. Aber am liebsten fahre ich Auto. What the fuck? Also im Stream oder in Videos. Hä? Hetzblatt. So heißt die Sendung. Ja. Korrekt. Okay. Warum lacht ihr die ganze Zeit? Weil du gerade Hell gemacht hast und Peter draußen. Hetzblatt. So heißt die Sendung. Ja, so ist das halt. Wir kennen uns doch. Wir kennen uns sogar. Komm. Nimm mich. Komm. Ich bin alles, was du jemals wolltest. Mit wem fahre ich denn gerne? Mit wem bin ich? Jonathan, Jay, Apel schon mal mit dir irgendwo Rennen gefahren? Was bitte? Bist du? Bin ich schon mal mit dir ein Rennen gefahren? Ja. Und du trägst keine Brille? Nee. An wen denke ich? An was? Weiß ich an niemanden, glaube ich gerade. Ich habe gerade extra nochmal gegoogelt, ob ich eine Brille trage oder nicht. Und die Fotos nicht gefunden, dann trage ich keine Brille. Und in meiner Erinnerung trage ich auch keine Brille. Na, du hast gerade auch keine Brille, ne? Nee, ich habe einen Kumpel von dir letztens noch getroffen, den Peter, in Hamburg. Für Just Cause 4. Warum sagst du, dass du fett bist? Ich bin nicht Felix. Okay, du bist nicht Felix. Boah, Alter. Wer zur Hölle bist du denn dann? Ich bin so laut. Ich bin auch nicht so groß wie Felix. Blatt. Blatt. Bester Titel. Also, ich hab dir schon so viel beigebracht. Das ist auch ziemlich nice. Oh mein Gott. Und Sepp erst. Ja, echt? Na echt, Mann, ne? Also, ich hab Sepp auch super viel beigebracht. Dave? Ja! What? Alter.
Holy shit. Ja, Schnucke, lass doch uns beide einfach weggehen. Scheiß okay, wen nehme ich denn jetzt? Wen wähle ich denn jetzt als Herzblatt? Wie finde ich denn am geilsten? Also ich würde jetzt auch Heidi nehmen. Reichst du weiblich? Also, Ich muss ja schon sagen, ich finde die Heidi schon ein ganz schönes Schnuckelchen, ne? Ich weiß nicht, ob der Tom da aktuell ein Problem mit hätte. Glaube ich nicht. Boah, die sind schon offen. Mehr als 5 Jahre zusammen. Ja, alles auch mittlerweile sind sogar schon mehr als 5 Jahre verheiratet. Boah, krass. Ja, ich entscheide mich für Kandidatin Nummer 2, ja. Das ist eine geile Kinder Schnitte. Zusammen? Der geht gar nicht mehr, ne? Nee, geht glaube ich nicht mehr. Nee, Tom als Kind darf er kein Kind bekommen. Yeah. War ich auch schon drin, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao. Ciao. Hat er nur eine Folge von gemacht? Nee, wir haben mehr gemacht. Haben wir mehr gemacht? Ja, ja. War also schon lustig. Mindestens noch eine. So, und so, liebe Damen und Herren, macht man aus, wer bin ich? Einfach was anderes. Das ist einfach different. Ja, das ist richtig. Wir haben sogar 3 Folgen gemacht. Mit Ja und Nein Antworten. Oh mein Gott. Wir haben 3 Folgen gemacht. Ja. Das stimmt. Und die zweite Folge hat sogar mehr Aufrufe als die erste Folge. Die hat fast 274.000 Aufrufe. Not bad. Ja. Ja, aber Jay, du hast es herausgefunden, du hast alle rausgefunden. Wir haben aber auch länger gebraucht hier. Im React auch warst du zackiger. Ja. Und Jay ist ja auch weiser und schlauer geworden. Ich habe aber auch euch gesehen dabei, ne? Ja, stimmt. Das macht schon einen Unterschied. Das war Herzblatt, das React dort auch zumindest. Herzblatt. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ja. Tschüss.